jetzt erstmal wieder Trust raus. Nach Feijin. Ach ja, das war ja dieses labyrinthartige Gebiet. Ja. Ich erinnere mich. Okay, dann müssen wir schauen, wie wir da durchkommen. Weil, genau, man muss hier wieder rauf, runter. Oh Gott. Bin gespannt. So. Wie sieht's aus mit Mobs? Easy Prey. Okay. Yeah. Aber er lässt uns in Ruhe. Das ist schön. Hinter, da runter, da rauf und dann darüber. Genau, okay. Stimmt, ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, dass es so ungefähr war. Das ist ja eigentlich kein Problem. Dass ich hier hin. Ich gehe nochmal schnell zurück. Ob es am Eingang ein Buch gibt zum Teleportieren. Das muss ja hier angezeigt werden. Ach nee, das Buch ist da. Dann mach mal einen kleinen Abstecher dahin zu dem Buch, dass ich mich notfalls teleportieren kann. Da muss ich nicht mehr durch den ganzen Pass laufen. Das war auch einmal ein Akt. Weil auch da ist man häufig mit einer ganzen Gruppe an Leuten durch, weil man jemand genau in dieser Mission oder in der nächsten helfen wollte. Das waren Leute, die dann auch den Teleport dann häufig noch nicht hatten, den es gibt. Aber erst im nächsten Gebiet. Geleitschutz durch den Orangemon-Pass und hier muss der Glacier und dann den Kampf, den wir gleich noch machen werden, wenn ich am Ziel angelangt bin. Hat es auch irgendwas auf sich, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig. Siehst du eigentlich bei dir aus? Du bist Easy Prey. Magst du mich angreifen oder nicht? Nein, du magst nicht. Okay. Nichts dagegen.
hier einmal den Abstecher. Der nächsten Mission zugute kommen, weil da werden wir nämlich wieder hier in die Gegend müssen. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Genau, dann hier diesen Pass weiter. So sehr in Ruhe lassen. Level runtergekappt, das weiß ich. Das noch nicht hier, sondern später. So. Dann gehen wir da runter. Oh! Okay. Jetzt gibt's doch mal einen Fight. Aber du bist easy prey. Das sollte ein leichtes sein. Habe ich mir die Erfahrungspunkte, die ich an der, im Rangement Pass verloren habe, wieder zurückgeholt. Vielleicht nicht alle, aber... Ja, nicht ganz, aber egal. So. Jetzt... Jetzt müssen wir nach... Genau, jetzt müssen wir runter... Ja, nach Süden. Genau, da ist der nächste Abgang. Okay. Aber die wollen uns nicht so einfach gehen lassen. Da haben sie Pech gehabt. So.
Und nächstes Mob gekillt. So. Jetzt wieder nach. Genau, jetzt hier einfach Richtung Norden durch, wenn wir abbiegen können. Und checken die alles easy prey. Alles kein Problem. So. Ich weiß nicht, ob das interessant ist zum Zuschauen, wenn ich hier einfach so durch die Gegend laufe. Und ich habe mir auch überlegt, diese Sachen bei den Missionen zu verkürzen, aber ich denke einfach, das vermittelt einen Eindruck, wie das Spiel ist. Und deswegen Wege, die ich noch nicht gegangen bin oder für Missionen, die zeige ich also ungeschnitten, weil ja, das gehört zum Spiel. Das ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist von 2002. Heute gehen Spiele anders. So, und weiter geht's. Und trotzdem ist es so, dass ich... Ja, keine Ahnung. Es macht mir gerade wieder so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele gerade mehr Final Fantasy 11 als 14. Weil ich gerade einfach so Bock drauf habe wieder. Und es macht mir gar nichts aus, diese langen Wege zu laufen. Im Gegenteil. Selbst in meinem Main-Charakter, ich mache sehr viel mehr noch einfach Wege laufen, anstatt durch die Gegend zu teleportieren. Weil es irgendwie für mich dazugehört. Das ist... Es ist schön, dass vieles inzwischen einfacher geworden ist. Aber irgendwie fehlt auch was. So, jetzt sind wir fast da. Hier, glaube ich, runter. Und dann war da hinten irgendwo Fate. Das war, glaube ich, auch irgendwas das schlossähnliches Dungeon, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wegen dem Nebel sieht man es erst kurz bevor man drin ist. Ja, genau das hier ist es. Den Eingang finden. Aber das war, glaube ich, hier. Dann, wo geht's rein? Ist es hier? Ja, das ist der Eingang, glaube ich.
muss auch dazu sagen, man hatte zu dem damaligen Zeitpunkt die Karten, die ich jetzt hatte, hatte man auch noch nicht. Die musste man sich erquesten, teuer... Ah, okay. Ich krieg eine Cutscene. Years ago, the three nations, Winters, Bastok, and Sandoria, sent an expedition to investigate this cursed land. The Galka swordsman Raogrim, the Yum monk Cornelia, the Yum warrior Ulrich, the Elven knight Franz Mage, the Tarutaru white mage Iru Kuiru, and the Mithra ranger Rabentarth were the members of the expedition. All of them were great heroes of their people, but they had to cut the expedition short when an accident claimed two of their group. Raogrim and Cornelia were the ones who died in the accident. The others are said to have suffered violent death themselves after their return. Perhaps they had awakened the curse that we said to be buried in this land. They may have called forth the ancient bane. The ancient bane, the shadow of darkness, an image of the Shadow Lord, told us that our kinds were the ones that had awakened him. That he would spread the bane that will destroy Vanadil from our cowardice, rage, envy, arrogance, and apathy. His image? I see. The great bane will devour the fair land of Vanadil. The ancient seal will be broken, awakening nightmares of ages past. The blood of innocence will soak the earth and the world will fall into fear and despair. But as one bright star shines through the clouds at night, and as one song rings clear above the roar of bees, we hold to one hope in these darkest of times, that they will come with the wisdom of ages and the strength of thousands of to deliver us from our plight. We await the waking in of the warrior of the crystals. The warriors of the crystal. That's an old song. It's called The Warriors of the Crystal, isn't it? Just an old wife's tale. I do not know why I mentioned it. I must go. I do not expect to find much, but something troubles me. Okay, dann holen wir uns doch erst ein anderes Buch hier zum Teleportieren. Hallo Buch, Teleportieren Buch. Ich schau nochmal zurück. Ist doch bestimmt kein Buch. Okay. Ja, dann muss ich... Ach, weil es da hinten einen Teleport-Crystal gibt, deswegen... Okay, jetzt schauen wir mal, aber ich muss hier eigentlich geradeaus, jawohl, weil ich muss zur Xibai Arena. Dann holen wir die Trusts raus. Genau, was ich vorhin vor der Cutscene sagen wollte, früher hatten wir ja auch noch keine Maps sofort, wenn man ins Gebiet das erste Mal rein ist. Ich meine, ich habe mir die auch jetzt teuer gekauft, aber viele Maps musste man erst erquesten oder man musste sie, man musste in dem Gebiet Schatztruhen finden und dafür erstmal die Schlüssel farmen. Was wollte ich eigentlich? Genau, den wollte ich. Und
Dazu muss man aber erstmal die Schatztruhe in einem Gebiet finden, in dem keine Map ist. Und die Schatztruhe ist konnte an verschiedenen Stellen auf der Map sein. Ich meine, heute habe ich hier diese schöne Karte. Überall, wo diese grünen Punkte sind, könnte eine Schatztruhe, die blauen Punkte, könnte eine Schatztruhe liegen. Aber das hatten wir damals noch nicht. Ich habe auch, glaube ich, erst vielleicht maximal ein Jahr, bevor ich mit dem Spiel aufgehört habe, habe ich mir diese gemoddete Map gesucht. Oder immer installiert. Aber davor war das wirklich, diese ganzen Einzeichnungen hat es nicht gegeben. Stellt euch vor, ich habe überhaupt keine Map und muss hier jetzt diese ganzen blauen Punkte absuchen. Ich weiß nicht, ob es bei der Map so war, aber ach, du hast dich nur bewegt, okay. Ja, aber das so war es bei dir in dem Spiel. Ach, Vampire Bat hat was gegen mich. Alles Easy Prey. So. So, weiter geht's. Hier rechts muss ich rein. Den Weg. So, die lässt mich wieder in Ruhe, so wie es aussieht. Okay, die Vampire Bats haben was gegen mich. Die anderen eher weniger. Hier einfach durch. So, haben die Shadows was gegen mich? Sind auf jeden Fall auch Easy Prey. Nein, haben sie nicht. Doch, haben sie. Nächste bitte. Sieht, ich komme doch, ohne dass ich wirklich gerade was mache, voran mit dem Level. Auch das hättest du ja nicht gegeben, so einfach Level. So. Okay. Ja. Einmal außen rum.
So, dann ist es hier schon. Server Porter. Okay. So, Teleport-Punkt. Okay, und dann kommt der Kampf. So, jetzt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, gegen was ich hier wieder kämpfen muss. Aber wir probieren's mal. So. Which battlefield will you enter? Rank 5 mission. Jawoll. Keine Ahnung mehr. Okay. Gegen euch. Gegen Skelett. So. Na, bitteschön. So, bist du der Letzte? Ah, ach, du bist der eigentliche Boss wahrscheinlich. Ja, so sieht's aus. Ja, der ist auch schon ein bisschen härter. Eigentlich diese Ancient Warriors, die kapieren den Fisch. Es sei denn, die machen. Thank you.
haben wir ja gleich geschafft. Okay. Das muss gewesen sein. Okay, ich kann mich nicht bewegen, das würde eine Katze blöd. You fight well, but you should learn to pace yourself. Battles are won by those who can still swing their swords at the end of the day. I'm curious. What are you doing here? The beastmen have been acting strangely. Were you asked to spy on them? The Seal of the Northlands? Ah, that thing those Taru Taru did at the end of the Great War. I have seen no sign of it. It must have already been broken. Huh. I wish I could see the look on your superiors' faces when they find out. You say you have brought another seal? You should not have bothered, as they are useless. Who am I? I am just a wandering knight. I do not care that what the beastmen do, nor should you. The Shadow Lord was killed 20 years ago, and that is a fact. These rumors of him returning are just plain nonsense. But Castle Sval is also called the Crossroad of Fates, and yet it cannot be. Okay, dann sind wir hier auch schon fertig. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch der lieben Star Sibyl Bericht erstatten, glaube ich. Report back to the Star Sibyl. Jawohl. Das mache ich und wir sehen uns bei der Star Sibyl. I am delighted at the news of your safe return. What did you find in Fajin? Was the seal... I see. So the seal is no more. If the beastmen were to lead a force of nether beasts into Windurst, you would be thrust back 20 years. Your Holiness, we must stop to revival the revival of the Shadow Lord at all costs. We cannot let history repeat itself. I feel the same way, Semilafina. Let us call forth the five ministers of Windurst. We need to work together in this time of despair. You will be summoned when your next mission has been decided. Go and prepare for your journey. The light of the great white star will guide you here when it is time. Ja, dann hätten wir diese Mission auch erledigt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!